bin Rainer Wagemann, Verkaufstrainer für die Hotellerie und ich helfe Ihnen dabei, wie Sie leichter verkaufen, mehr verkaufen und vor allem hochpreisiger verkaufen. Budgethotel oder 5-Sterne-Luxusresort, die Herausforderungen sind häufig sehr ähnlich. Der Markt ist transparent, die Kunden und Gäste sind teilweise sehr fordernd und der Wettbewerb ist hart. Die meisten Hotels können es sich daher nicht mehr erlauben, einfach nur durchschnittlich zu sein oder dem Standard gerade so zu entsprechen. Das gilt nicht nur für den Service, sondern auch und insbesondere für den Verkauf. Wenn wir uns dieses Bild gerade nochmal vor Augen führen, dann hilft das auch bei so einer Aussage eines Gastes oder eines Kunden nicht gleich zu argumentieren, sondern gerade nochmal zu hinterfragen, warum der das denn so sieht. Der hat andere Werte, andere Wertvorstellungen. Wir Menschen lassen uns grundsätzlich so durch zwei Dinge motivieren. Pain and Gain steht da. Grundsätzlich unabhängig von der Hotellerie und von Zimmerkategorien, wissenschaftlich erwiesen. Schmerz motiviert mehr, die Vermeidung von Schmerz. Das zu benennen und dann nochmal die Vorteile mit dem anderen. Aber ganz klar, Schmerz präsentieren. Wissenschaftlich untersuchte Beeinflussungsmethoden. Es gibt ein Wissenschaftler, Robert Cialdini heißt er, kann ich mal aufschreiben, oder gibt es nachher im Fotoprotokoll nochmal einen Hinweis. Der hat glücklicherweise auch sehr, sehr viele Beispiele in seinen wissenschaftlichen Untersuchungen aus der Hotellerie und Gastronomie. Und er hat also Versuche gemacht mit Tausenden von Gästen und Mitarbeitern und Probanden und hat dann das so zusammengefasst in sechs oder sieben Kategorien, was so Beeinflussungsfaktoren sind. Und diese Einkäufer und Kunden und Gäste, die wissen doch auch, wie sie euch am schnellsten loswerden. Na, das mit der Anbindung, das war wirklich ein K.O.-Kriterium. Das heißt, manchmal kriegen wir irgendwas vorgesetzt. Smarter wäre es da, auch wenn mal ein Gast sagt, Thema Preis und Kostenlos. Mal zu hinterfragen, ob das Argument, was uns entgegengebracht wird, tatsächlich das Einzige ist. Ja, ich heute Morgen ja schon mal erwähnt habe, ich hatte ja noch nie, ich sag mal, so eine Schulung in dem Sinne, auch bezogen auch auf diesen Bereich. Für mich waren das viele neue Informationen. Ich bin auch kein Fan von Rollenspielen, aber gerade das fand ich gut, dass wir das so aktiv gemacht haben, weil es dann nicht nur, es war halt aktiv für alle, wir konnten daran teilhaben und es ist halt dann nicht nur eine PowerPoint-Präsentation. Das Wichtigste war halt danach darüber zu sprechen und zu gucken, wo waren die Fehler, was macht man besser, was kann man optimieren und das dann im Grundsatz zu eruieren mit all diesen ganzen verschiedenen Methoden, die wir heute gemacht haben. Obwohl es so ein langer Tag war und wir so viel gemacht haben, es war nie langweilig oder nie, es war durchweg spannend, man hat immer was Neues gelernt. Klar, man kannte vieles, aber es war einfach nur eine Auffrischung, vor allem auch eine neue Methode. Also meine Erwartungen sind auf jeden Fall erfüllt.